In den vergangenen Tagen machten einige Meldungen in Vorarlberg Schlagzeilen, dass Fischer besonderes Anglerglück hatten. Es wurden einige kapitale Welse an Land gezogen. Jetzt dann die Frage an Sie als Angler. Ist das Zufall oder gibt es da eine Begründung dafür, warum gerade in den letzten Tagen so viele, auch so große und so kapitale Welse gefangen wurden? Eine Erklärung gibt es auf jeden Fall. Es ist so, dass also die letzten Jahre der Welsbestand sehr stark angestiegen ist. Man hat in den letzten Jahren einige Welse gefangen, nicht in der Größenordnung, aber doch bis 1,60 Meter ungefähr. Und die letzten Tage war einfach so, dass aufgrund der Witterung, schwülwarmes Wetter, ist ideal für einen Fisch, der da aktiv wird. Die großen Fische sammeln sich teilweise an den Mündungen, wo ein gewisser Trub herrscht. Und es ist so, dass so jetzt einfach die Angler gezielt drauf fischen, entsprechendes Gerät verwenden, um so einen großen Fisch ins Boot oder an Land zu bekommen. Und es wird dann auch schon mit Walderholz gearbeitet, das der Fisch anlockt und auch zum Anbiss reizt. Jetzt zur Größe ganz kurz, also es waren jetzt doch einige dabei, die die 2-Meter-Marke auch geknackt haben. Ist das sehr selten, dass Walse so groß werden oder gibt es auch noch größere Walse hier in der Gegend? Vermutet werden natürlich größere Fische, wo noch nicht bewiesen ist. Der Fisch selber wird natürlich bis zu 2,80 Meter groß. Gewichtmäßig war jetzt noch nicht einmal überragend mit 50 Kilo bei 2,7 Meter. Er ist eher schlank, also es ist zu erwarten, dass vor allem im Gewicht noch größere Fische im See sind. Sie haben es gerade vorher schon erwähnt, also der Fisch ist jetzt nicht der typische Speisefisch, kann aber durchaus verzehrt werden. Also kann man auch einen Fisch dieser Größenordnung dann noch auf den heimischen Herd bringen? Bei 2 Meter würde ich es vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt empfehlen, aber Fische bis 1,20 Meter, 1,30 Meter sind durchaus genießbar, sind sogar teilweise in verschiedenen Restaurants wird es auch angeboten als kulinarische Delikatesse und ist also sehr angenehm von der Qualität zu essen. Er ist einfach von der Qualität her so, dass er nicht also nach Fisch schmeckt. Er ist eher dezent in der Geschmacksrichtung und hat ein schneeweißes Fleisch, also auf dem Teller sicherlich sehr appetitlich anzuschauen. Letzte Frage noch ganz kurz. Es ranken sich natürlich einige Mythen und einige will ich sagen, Ammenmärchen auch um den Wels, um den Fisch. Also es gibt ja da Geschichten, dass Welse auch Enten fressen oder auch auf Fisch, auf Schwimmer losgehen, praktisch auch Schwimmer attackieren. Können Sie irgendwelche Geschichten in dieser Richtung bestätigen oder diese Gerüchte ein für alle Mal auch in die Welt der Fabeln verweisen? Ist also so. Der Mensch muss überhaupt keine Bedenken haben. Der Fisch ist von seiner Größe natürlich konstituiert, um Wasservögel zu fressen, was er auch macht, bis zu einer gewissen Größe, gerade Enten, Blässhühner und so weiter. Aber alles andere ist eher in die Richtung Fabel, Märchen, Sage. Was natürlich passieren könnte, wenn der Wels sein Nest bewacht, was er ja macht, dass er also eine gewisse Zeit Brutpflege betreibt, dass ein Taucher in die Nähe kommt, dass er versucht zu vertreiben. Aber das ist eigentlich nur so, dass es also mit Scheinattacken gemacht wird und nicht wirklich Bisswunden oder Ähnliches vorkommt. Das heißt also, man kann nach wie vor beruhigt auch im Bodensee schwimmen gehen? Selbstverständlich.